Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Kurze Runde Flohmarktfunde. Und zwar waren Thorsten und ich heute auf zwei Dorfflohmärkten und auf einem regulären Flohmarkt, also ganz zum Schluss, und wir haben gar nichts erwartet. Aber dieses Mal war es anders, als wie es sonst ist, weil normalerweise sind die Dorfflohmärkte sehr, sehr schön und sehr, sehr gut und mit viel Ausbeute gesegnet, aber diesmal muss ich sagen, war für mich der Flohmarkt, auf dem wir dann zum Schluss noch, glaube ich, so gegen 1 Uhr waren, wirklich gut. So, aber da dieses Video sonst zu lang wird, fange ich jetzt am besten direkt mal mit meinen Funden an. Und zwar als erstes, das war auf einem Dorfflohmarkt, habe ich dieses Spiel für die Wii gekauft. Und zwar ein Zelda-Spiel. Ich habe nämlich noch nie in meinem Leben Zelda gespielt. Für keine Konsole und gar nicht. Und alle haben mir immer gesagt, das musst du unbedingt mal spielen. Und das war jetzt kein Schnäppchen. Der wollte, glaube ich, 15 Euro haben. Und ich habe dann 10 Euro bezahlt. Und ich habe auch reingeguckt, als ich zu Hause war. Da fehlt die Anleitung. Aber egal, jetzt kann ich das zumindest mal ausprobieren. Das war mein erster Kauf. Der zweite Kauf auf diesem Flohmarkt war ein Furby. Und es war glücklicherweise ein Furby, der keine Geräusche macht. Der muss von, ich glaube, 2013 sein. Von Hass, ja genau, von 2013. Der hat hier so Plastikaugen, aber er kann keine Geräusche machen. Aber ich habe ihn noch nicht und deshalb fand ich den süß und auch die Farbe habe ich noch nicht. Der bleibt auf jeden Fall bei mir. So, machen wir weiter. Auf dem gleichen Flohmarkt habe ich noch eine Kassette gekauft. Und zwar von Benjamin Blümchen eine Doppelfolge mit Benjamin Blümchen als Detektiv und Benjamin Blümchen im Krankenhaus. Bei den regulären Benjamin Blümchen-Folgen bin ich mir nicht mehr sicher, weil ich ja meine Listen verloren habe und bisher noch nicht dazu gekommen bin, neue zu machen, welche mir fehlen. Aber diese Doppelfolgen habe ich gar nicht, deshalb habe ich die mitgenommen. Gut. Der darauffolgende Dorfflohmarkt, da habe ich gar nichts gekauft. Thorsten hat überall was gekauft. Ich habe dann auf dem Parkplatzflohmarkt als allererstes eine Polly Pocket Dose gekauft. Und zwar so einen Hollywood-Stern von 1992. Und das Schöne daran ist, dass sogar auch beide Figuren noch dabei waren. Und auch dieses Polly Pocket Döschen oder Sternchen war jetzt kein Schnäppchen. Ich habe 20 Euro dafür bezahlt. Und ich weiß, ich habe in einem Video das schon mal gekauft, dieses Polly Pocket Set. Aber ich kenne Sammler für Polly Pocket Dosen und die tauschen das liebend gerne mit mir gegen Ponys. Deshalb habe ich es mitgenommen. Weiter. Nächster Stand. Super 80er Jahre Sachen. Mein persönlicher Lieblingsstand. Einmal ein Plüschtier und zwar ein Poppels, was ich noch nicht habe. Diese Poppels kann man ja dann, die haben hier diese Hinterhöschen. Da kann man sie ja dann so drin verstecken und zu einer Kugel machen. Und dann sieht man hier von diesem Figürchen am Ende nicht mehr viel. Ja, der wandert aber erstmal in die Waschmaschine und dann finde ich schon seinen Platz bei den anderen Poppels da. Genau. Das Beste kommt wie immer bei mir zum Schluss. Und zwar waren das zwei kleine schmutzige Ponys. Einmal dieses Disco-Pony, wo der Mechanismus auch noch sehr, sehr gut funktioniert. Und dann dieses Weihnachtspony Chrissy, was ich zwar auch ein paar Mal schon habe, aber ich habe es, glaube ich, nur einmal in einem guten Zustand. Und dieses sieht ziemlich dreckig aus. Das hat ja hier auch ein Pflaster am Huf. Aber egal, ich glaube, das ist einfach nur, ja. Oh, der Kleber ist jetzt schon hier am Bein. Aber egal, wie auch immer. Schönes Pony. Egal. Musste ich trotzdem haben. Das war wirklich das Highlight so gegen 2:30. Ich bin eben erst wiedergekommen. Ich sehe ziemlich zerstört aus. Ich habe den ganzen Tag eine Sonnenbrille getragen, aber irgendwie hat das scheinbar nicht geholfen. Meine Augen brennen und ich habe das Gefühl, die sind dick und rot und ich muss definitiv in die Badewanne. Bis zum nächsten Mal.